Herzlich willkommen auf der Satox. Diesmal habe ich Grand Blue Fantasy The Animation Volume 1 für euch. Habe ich auf der Animagic von Peppermint Anime bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. So, das Ganze kommt wieder mit einem Pappschuber. Und vorne drauf ist die gute Lyria. Mit einem kleinen Beschreibungstext gleich dazu. Dann Rückseite, das Ganze basiert ja auf einem Mobile Game. Bin ich schon gespannt, wie es ist. Ich habe damals auch, wie hieß denn das? Gunslinger Stratos angefangen, was ja auch irgendwie auf dem Mobile Game basiert. Aber bin noch nicht damit warm geworden. Aber werde die Serie nochmal weiter gucken. Aber jetzt geht es erstmal um Grand Blue Fantasy. Hier steht es sogar noch auf dem mobilen RPG von Psy Games. Ja, Episoden 1 bis 6 sind drauf. Hier seht ihr auch die ganzen Episodentitel. Die technischen Daten, Deutsch und Japanisch, wie gehabt. Untertitel Deutsch, Laufzeit beträgt 150 Minuten, Format 16 zu 9. Auflösung Full HD, Trailer sind mit drauf. Und der Ton selbst ist ein 2.0. Das FSK-Logo ist hier noch aufgeklebt. Kann man also ohne Probleme abbiebeln. So sieht dann die Hülle selbst aus. Und hier haben wir die Disc. Das Ganze hat auch noch ein Wendecover ohne den hässlichen FSK-Flatschen. Und mehr gibt es dazu nicht zu zeigen. Also, ich bin schon gespannt. Ich meine, aussehen tut die Serie ja schon interessant vom grafischen Stil her, finde ich. Und ja, mal schauen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.